So, hey ho, Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Arc. Wir sind wieder hier back am Stüssel, heute mal nur mit Splasher. Denn leider. Jeremy hat schon gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf das Projekt, ich verlasse euch, ich gehe in die Walachei und zähme dort Ponys. Boah, wie random war das gerade? ich hab grad voll improvisiert. Guck mal. Ja, wach. Was denn? Nee, du musst jetzt fünf Sekunden. Nee, ich stelle mich nicht runter, ich weiß, dass der runterkommt. Nee, aber wie, guck. Loot! Mann! Sag ich wieder Level ab. Zum weißen. Ist auch lustig, wer hat schon in dieser Anzahl von Folgen Level 40? Leute, das kriegen nur wir hin. Ja, im Livestream, ja auch. Ja, der Livestream wurde ja schon aus Folgen hochgeladen. Das ist ja nicht die zweite Folge, so wie du das gerade denkst. Ja, das könnte irgendwie die sechste Folge sein. Wir wissen es nicht, ich hab's doch alles nicht geschnitten. Zu welchem Airdrop? Wo denn? Zu denen im Wald. Och gut, dann gehen wir da noch schnell hin. Diesmal stelle ich einen Timer. Nicht so wie bei der letzten Folge. Ich mach noch bis 300, dann ich versuche, mein Ziel ist heute eine eine Knarre zu machen. Nee, wieso willst du denn eine Knarre machen? Womit? Du hast die ganzen Rohstoffe nicht. Doch, hab's mir eben alles gefarmt. Du hast Eisen. Geschmolzenes Eisen. Du hast okay, nimm Schießpulver. Schießpulver hab ich, ja. Ein Oviraptor. Oh, wie, ein Raptor? Wo bist du, Splasher? Ich hab Angst allein im Wald. Hab alles schon getötet. Okay, ich geh wieder zum Strand, ich hab Schiss. So Leute, was ist das Ziel der heutigen Folge? Wir haben uns gedacht, dass wir Jeremy, der gerade schlafend am Boden liegt, und Herzi, das Leder-Titan-Monster-Gedöns, mal kurz hier zurücklassen und mal auskundschaften das Gebiet, wo wir hinziehen wollen. Wir wollen in diesen komischen Kessel, den es da oben im Norden geben soll. Da wollen wir hinziehen. Ich töte einen Dono. Weil das einfach eine mega heftig geile Base werden könnte. Das wird zwar nur eine Anfangsbase werden, eine Brutstation quasi für unseren Jurassic Arc Park Gedöns, aber es ist auf jeden Fall gut an. Bitte? Ja, wir fahren mit dem Floß, würde ich sagen, oder? Ja. Und du fährst das Floß, ich kann das nicht. Ich kann's halt auch nicht. Die Sonne scheint, Herzi, kannst du mal aufspannen? Danke. Sollen wir zu diesem anderen weißen Airdrop oder den blauen dahin fahren? Nee, wollte ich hier nichts verschwenden. Wo bist du denn jetzt? Ich komme erst gerade. Kann man auch bei dem Schiff Kisten platzieren? Guck mal. Ja, kann man mal draufstellen. Sollen wir eine große Kiste raufpacken und da... Nee, das bringt doch nichts. Wir wollen doch nur auskundschaften. Wir haben doch eh nichts zu mitnehmen. Ja, aber... Was willst du denn mitnehmen? Wenn wir jetzt etwas bei den Airdrops finden, können wir halt sie reinbringen. Ich habe gerade bei dem Airdrop irgendwas gefunden. Ja, gut. Leder... Ist ein Argument. Oh. Was ist das? Ich habe einfach schon kühl. Oh, eine Räucherkammer habe ich schon gelernt. Nice. Ich könnte jetzt eine Leuchtpistole machen. Ja, dann mach jetzt doch. Gleich. Bringt dir aber nichts. Brauchst du nicht. Doch, wenn ich die Leuchtpistole habe, kann ich mir. Eine Holzbank einfach mal. Das ist unnötig, da halt. Ja, das ist geil. Ich gucke mal nach der großen. Was ist das hier? Eine Strohtür, ne? Wo ist denn hier der Schrank? Das ist ein bisschen uncool gemacht, das Craft-Gedöns. Ah, fuck, wie hier. Baut man denn? Ich glaube, eine kleine Kiste reicht, oder? Ja, komm, eine kleine Kiste reicht. Dafür brauche ich noch Holz, 25. Okay. Holz konnte ich dir jederzeit geben. Du bist nicht hier. Doch bist du. Drop mir mal 25 Holz. 25 kann ich. Ich habe gerade nur 7. Scheiße. Oh, warte, ich warte, ich schlag diesen Baum einmal. Hab schon genug. Ich hab schon 40. Der hat es einfach so hochgestellt. Warum haben wir das so hochgestellt? Ich kann meinen Fallschirm endlich bauen. Wir haben das so hochgestellt, damit wir quasi richtig heftig im Bauen eskalieren können. Weil das soll ja eigentlich auch ein Bauprojekt werden. Wir wollen wirklich einen Dinosaurierpark aufbauen mit Gehegen und so weiter, pipapo. Mit richtig viel Zähmen. Nee, eine Kiste reicht im Moment. Wir brauchen es auf dem Fluss nicht. Ich mach schon, Splasher. Keine Sorge. Ich hab jetzt schon eine Long gebaut. Ich hab auch schon eine gecraftet gerade. Tut mir leid.
Kann man die einfach so aufs Floor stellen oder muss ich dann eine Foundation zuerst draufpacken? Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal. Ach scheiße, ich komme nicht auf das Floor, weil das so weit draußen ist. Okay, ich crafte jetzt gleich etwas an. Auf was soll ich mich jetzt fokussieren? Auf Gewicht, dass ich unser Träger bin? Ich habe einen kleinen Kothaufen dabei. Sagen wir immer, wir sollen minimal. Wo ist denn die Kiste, die ich gerade gecraftet habe? Haben. Hä? Die habe ich gerade zerstört. Nee, kannst du nicht, die habe ich im Inventar gecraftet. Achso, ich habe die schon da unten drin. Ach so. Wieso ist da Fleisch bei mir drin? Ich hasse Fleisch. Kiste ist platziert auf dem Floß. Zwar richtig scheiße, aber. Warte. Ich nee, kann halt nicht gehen. Ich reiß das jetzt ab. Was? Lederhandschuhe. Okay. Ich mach eine neue. So. Die positioniere ich schön hier vorne, wo sich niemanden stört. Schau, wir haben eine Kiste am Fluss, ne? Oh, ich weiß jetzt, wieso ich so schwer bin. Ich hab 500 Kleinstein dabei. Finde ich gut. Also Produktivität des Todes. So, was ja, kann ich denn noch vorstellen? Ah, der Unterwasser-Airdrop ist wieder da. Wollen wir losfahren? Warte, uno momento, okay? Du bist. Ich hab schon wieder einen Bug, dass du unsichtbar bist. Ja. Zieh mal dich aus. Style. Das ist kein Style, nee. Das ist Tarnkappenrüstung oder wie? Soll ich fahren oder willst du? Können wir es überhaupt fahren? Warum ja, machst du das? Mal. Ich brauche hier keinen Komposthaufen. Das ist eine große Kiste. Das ist ein Kacke-Speicher, damit man Kompost draus machen kann, du Dödel. Oh, bei mir stand. Oh nein, die XXL-Kiste. Okay. Da steht sogar. Kompost. Halte mal Dreieck, da steht Komposthaufen. Nee, lass das stehen, das ist jetzt ein Gimmick. Und bei Cerelos. Heißt das, wir können nicht fahren damit? Doch. Doch kann ich. Hat das Teil einen Rückwärtsgang? Soll ich Licht anmachen? Ich fahr schon. Okay. Du kannst mal Licht anmachen. Kannst auch eine Standfackel bauen, wenn du das schon hast. So, ich drive mal. Wir stechen in den See, Leute. Finde ich sehr schön. Was denn? Die das fahren. Ich leck halt nur rum. Nee, bei mir ist es flüssig. Nee, bei mir ist es flüssig. Ich bin der aufnimmt. Das ja. Ist logisch. Bei mir muss es flüssig sein. Nein. Das... Fluss halt so voll buggy. Ja, das ist auch fast. Das ist auch irgendwie unter Wasser eigentlich. Ja. Das ist ein U-Boot! Wer hat noch nie ein U-Boot mit Segel gesehen? Der hat Hände heben. Und mit einem Komposthaufen? Das ist die MS Kompost. Ey, mir fehlen nur noch Schuhe, dann bin ich komplett unsichtbar bei dir. Nee, das ist die MS Koti. MS Koti. Wie viel brauche ich denn noch für die Schuhe? Ja. Ich bin gespannt, ob wir in dieser Folge noch den Kessler erreichen. Können wir zu den Airdrop da fahren? Wir sind sehr nah dran. Können wir, kein Problem. Wir können alle Airdrops mitnehmen. Ich hol den Loot und pack ihn in die Kiste. Fair, okay? Ja, machen wir. Ich fahr noch ran, keine Sorge. Ich werde gut dran parken. Alter, wie es halt so ruckelt. Nee, bei mir ist alles flüssig. Wir haben in den Einstellungen ein bisschen rumgespielt. Nein, es ruckelt halt nicht im Spiel, sondern das Schiff ruckelt so heftig rum. Ich bin halt unter Wasser. Nicht. Ja, ich springe hier runter. Okay. Ich warte hier, ne? Loot? Alter. Warum hast du einen Dodo getötet, der kleine Dimi? Ich steig mal ab, weil dann kann ich mal auf die Karte gucken, wo wir hin müssen. Ah, wir sind hier erst unten. Wir müssen doch richtig weit, ne, Splasher? Alter, wie ich einfach aussehe. Ich sehe auch aus wie so ein... Wo bist du? Wie so ein Noah. Hier. Da hinten ist ein Krokodil. Fuck, fahren wir los. Ja, komm. Bist du drauf? Okay, wir. Die MS Koti segelt weiter. Ich kann. Wo bist du? Komm, Slasher! Ich sehe das Krokodil schon! Nein! Du musst bei der Seite rauf!
Seitlich! Seitlich sollte es gehen. Ja! No, geht nicht. Nein. Ah gut, dann fahre ich halt näher an den Strand. So, näher an den Strand kann ich nicht, sonst strande ich. Was, wenn ich nicht schon gestrandet bin? Nee, ich bin noch nicht gestrandet. Kannst du rauf? Schneller! Hey, da ist noch ein FKK. Ja, fahr. Ja, bin unterwegs. Die MS Koti. Ich habe aber jetzt genug Leder für uns. Kannst du irgendwie eine Standfackel oder so machen, dass wir dauerbeleuchtet sind? Ja, mache ich. Aber dann musstest du mir Holzkohle geben. Und das habe ich halt nicht. Warte, dann bleiben wir kurz stehen. Ich habe Holzkohle, glaube ich, sogar dabei. Ich pack's mal in die Kiste. Und öffne, weil hier will ich eigentlich nichts droppen. Kannst du mir einen Stein geben? Ich brauche nur einen Stein. Fuck. Ich habe gar keinen Stein dabei, aber ich habe über 100 Holzkohle. Das kannst du. Ich habe sogar 4 Steine, siehst du mal. Und wir brauchen dieses Stroh. 1. Stroh habe ich auch über 100. Packe ich auch einfach mal rein. Ja, dann. Bitteschön. Kannst du eine Standfackel machen? Nee, das machst du. Ich fahre. Du bist der unsichtbare Mann hier. Wo hast du sie hingepackt? In die Kiste? Ja, natürlich. Ich droppe hier nichts. Das ist riskant. Wir hätten auch einfach ein Lagerfeuer hinstellen können. Fällt mir gerade ein. Hey, komm, machen wir einfach ein Lagerfeuer. Nein, machen wir einfach, das wäre nicht so schlau gewesen. Aber Lagerfeuer einfach bauen, dann können wir hier auch das Lagerfeuer auch nutzen. Oder? Nein. Nee. Was machst du dann? Eine Standfackel? Eine Standfackel. Okay, dann pack den Stein nochmal aus. Was denn jetzt wieder? Oh, Mann. Da drüben ist ein gelber Airdrop. Wollen wir den holen? Der ist für Level 40. Ich bin Level 40. Da ist ein richtig gutes Stuff drin. Wollen wir da kurz vorbeigucken? Oder das Blöde ist, das ist die Raubtierinsel. Da kann T-Rex, Kanos und so spawnen. Ja, warte erst, was alles drauf ist. Fahren wir einfach mal an den Strand und gucken wir mal. Mal gucken. Alter, so wie wir hier gerade unterwegs sind, jeden Airdrop abfahren, werden wir das heute nicht erreichen. Wenn wir noch eine zweite Folge aufnehmen. Da müssen wir halt echt. Das ist die große Reise. Okay, ich muss halt auf Gewicht gehen jetzt. Ja, ich habe auch schon auf Gewicht gelevelt. Ein bisschen. Der gelbe Airdrop, der kommt gerade runter. Ich mache immer maximal bis 300 immer. Wegen 300. Mit 300 one-hittest du die ganz kleinen Viecher auf unserer Insel halt. Ja. Wie die, mit der Faust halt. Ja, das braucht man nicht. Ich mache Melee Damage, also Nahkampfschaden, weil man dadurch auch mehr Rohstoffe aus jedem Item bekommt. Das finde ich lustig. Genau in die Mitte gepackt, ja geil. Du musst das anzünden. Hier ist ein Bronto schon mal. Wollen wir jetzt das 400 hochgehen? Ich kann halt nichts draufpacken, wieso? Wo drauf? Bei der Fackel. Wo ist denn das Fackel? Hier. Inventar öffnen. Da musst du Holzkohle reinhauen. Nicht, Dings. Holzkohle, nicht Holz. Nee. Geht nicht. Ja, dann ist Holzkohle in der Kiste, mach ich. Normalerweise sollte das gehen. Holzkohle. Da würde ich lieber nicht hingehen. Ich sehe da mehr als einen T-Rex. Mehr als einen? Kann ich auf die Stammecke? Ich kann drauf zu. Und da hinten ist ein Kroko. Feuer entzünden. Wenn du sterben möchtest, na klar. Das leuchtet doch. Wenn du hier sterben möchtest, na klar. Aber. Wollen wir weiter segeln, oder? Ja. Bitte. Ich will nicht, dass du hier stirbst. Ja, ich finde schön, dass du. Finde ich schön, dass du an meiner Sicherheit besorgt bist. Guck mal, ich drifte. Hey! Du Dulli. Hä? Mir ist übrigens hab kalt. Ich dich kannst getroffen? Ja, mir ist kalt. Kannst du mich mal wärmen? Oh, hey, Alter, du siehst mal, ich schick dir ein Screenshot, wie du aussiehst. Du siehst echt in Real Life so aus, Alter. Natürlich, das ist eine Real Life Frisur, die ich hier nachgestellt habe. Das hat Ark extra eingeführt. Ja, na wahrscheinlich. Ey, Rayon, ich geb dir mal die Scherben. Das ist die offizielle Rayonity-Friese. Rayonity-Friese. Chris müsste auch bei dem Projekt mitmachen. Nee, der Dulli will kein Gaming mehr machen. Der kleine Fee geht. Ich kann gar kein Bild gucken, wenn ich eine Aufnahme will. Splash hast du. Da ist ein blauer Airdrop. Wollen wir den holen? Da hinten ist ein grüner am Strand, direkt am Strand. 20. Ja, grün, los. Oh, ist das das große Flugvieh, was einen töten kann? Oder ist das friedliche Flugvieh? Das ist das friedliche, glaube ich.
Hoffen wir mal. Nee, das ist doch ein ganz normaler Pteranodon, oder? Nee, das ist kein Pteranodon, das ist ein Aranda. So etwas müssen wir uns auch 10 halt. Natürlich, so das kommt alles noch. Zuerst werden wir unsere Base aufbauen, ein kleines Häuschen mit allem drin und dran und dann gehen wir richtig ans Zähmen. Das ist sau knapp, wir müssen halt schneller fahren. Das ist halt anders. Das kommt doch gerade erst runter. Oder? Ja, wir fahren wieder zurück. Ja. Also, unsere Mission werden wir heute, glaube ich, nicht mehr ganz so schaffen. Aber egal. Wir haben noch Zeit. Ich bin fast bei dir unsichtbar, oder? Ja, außer alles, was hautig ist bei dir. Und wo sind die Hautfetzen? Alles, was hautig ist. Füße. Hände, das Gesicht. Nee, Hände habe ich schon lange an. Ja, so Hände sehe ich auch nicht mehr. Okay, alles klar. Jetzt bist du nur noch so zwei Füße mit Kopf. Hey, was schwimmt denn da vor uns? Achso, das ist ein Stein. Was schwimmt da vor uns? Ein Stein. Wird bei dir vorhin das Gebiet auch nicht geladen? Ich kann dir gleich Lederhandschuhe geben, okay? Ja. Ich habe mir auch so versehen zwei gecraftet. Wie wir einfach zurückfahren, ne? Ist nicht das Allerschlauste, was wir gerade machen. Aber ich finde es einfach schön, in Ark einfach mal durch die Gegend zu gondeln und einfach mal alles zu erforschen. Das finde ich einfach schön. Und die Grafik ist doch gut. Weißt du eigentlich, ob es einen Argen-Boost-Modus für die PS Pro gibt? Ja! Gibt es? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe da mal was von gehört. Frage, wenn ich... Okay, wenn ich nach da schieße, mache ich dir keinen Hitmark. Wieso habe ich da... Wenn er nach vorne schießt, schießt er auf mich. Oh, es könnte klappen. Echt? Glaube ich. Das will ich nicht austesten. Ja, ja. Ich fliege einfach vom Boot. Nee, nein, geht nicht. Wir müssen wirklich testen, der kleine Pisskopf. Das geht sich aus. So schnell sind die nicht weg, die Airdrops, glaube ich, in Kammer. Doch, wenn der Strahl ganz weit... Er war doch auch eben bei unserer, der ist jetzt gerade runtergekommen und dann ist er so schnell... Alter! Boss machen? Wie der auf den Hautfetzen gespawnt ist! Ich dachte schon, was ist das denn für ein Mutant? Bossgegner! Oh mein Gott, Herzi! Schieß Alter! Ich muss das Spiel noch neu starten. Ist das dein Boss? Herzi versus Reality. Ja, ich würd's feiern. Ich bin raus, Sir! Ich strande mal wieder hier. Das sind halt echt an unserer Basis. Weil es gibt nachher auch viel größere Schiffe und so weiter, richtige Schiffe. Lol. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Lol. Was dann? Gutes Zeug? Wir haben jetzt noch einen Bogen und Bretterpfeile. Ich kann sie... Welche ich kann Pfeile? Einen einmal in die Kiste... Ich kann ja einmal einen in die Kiste reinlegen. Betäubungspfeile, so ein Pfeil. Oh! Nice. Sehr schön. Die sind richtig heftig für so ein Zeug. Ja, da brauchen wir nur zwei Schüsse für einen Flugsauger. Easy. Oh mein Gott, ich hab so viele Pfeile bekommen. Schön, oder? Ey, die Lederhandschuhe nehme ich mal, ne? Ja, hab ich dir doch extra reingepackt. Ja, dankeschön. Du kriegst 12 Pfeile von mir. 11 meine ich. kriegst auch alle Betäubungspfeile. Ich weiß nicht, was ich mit Betäubungspfeilen anmachen sollte. Ich habe einmal das bekommen, das lege ich auch in die Kiste. So Leute, die MS Koti begibt sich wieder auf die große Reise. Mit Betäubungsfallen diesmal. Bäm. Ja. Rüsten halt aus. Natürlich. Alter, nachher haben wir links und rechts so eine Plattform weg mit zwei automatischen Geschützen. Das geht. Die kann man dann auf aggressiv stellen, die Geschütze, und dann schießen die auf alle Dinosaurier, die feindlich sind. Wirklich, dann können wir am Strand entlang fahren mit so einer richtigen Fregatte, mit so einer richtig großen, weil es gibt ja auch richtige Schiffe, richtige Segelschiffe. Da hätte ich Bock drauf. So ein richtiges Bloodwake-Battle zu machen. Ich mache auch gerne so Anspielungen auf alte Spiele. Ohr. Wer kennt das Spiel Bloodwake? Boah, Digga, ich hab ein Sphären. Ab in die Kommis damit. Erzi schreibt einfach, okay. Ich hab sie okay geschrieben. Ja, wenn man dein Gesicht sieht, sagt man auch, okay. Okay, ist das legal? Braucht der eine Genehmigung dafür? Ja. Guck mal, was da am Strand läuft. Oh lol, du bist echt so alt. Ich bin Noah und das ist die Arche. Worauf schießt du? Auf den Dodo?
Schießt auf den Ton und triffst nicht. Ich hab mich schon zweimal getroffen. Ja, okay, ich fahr da mal weiter, ne? Das sind mehrere FKKs, Leute. Leute, das ist ein FKK-Strand. Warum schießt du auf alles, was sich bewegt, Splatter? Du verschwendest Pfeile. Pfeile. Egal, das braucht man. Für einen richtig starken Gegner braucht man so viele Pfeile. So. Sind wir denn hier schon richtig, oder wie weit sind wir denn? Bei mir alles einfach so spät. Alter, der Felsen hat vor mir geladen. Genau deswegen will ich auf die PlayStation Pro umschulen. Mit dem Boost-Modus. Ja, der war schon lange bei mir da. Ja, ich will mir deswegen auf die PlayStation Pro umsteigen, weil das alles viel schneller lädt und so weiter. Pro-Spieler? Noob-Spieler. Sollen wir mal, fuck. Fahr mal minimal schneller. Oh, okay, bleib halt stehen. Ich will auf die Karte gucken. Nicht mal schneller. Stehen. Okay, wir müssen noch auf die halbe Insel. Kannst du mir sagen, wie welche Weintrauben braucht denn so ein Vogelfieh? Dann sammeln wir die. Major Berries. Die lilanen. Also die hell lilanen. Major Berries. Nicht die Narco Berries. Oh, die habe ich. Mit fast alle Pflanzen. Ja, fast alle Pflanzen, was sie mögen, die am liebsten. Und die Azul Berries, die blauen, die hellblauen. Sollen wir den betäuben gleich und dann ein Zähm? Nee, wir machen zuerst die Base und dann wird gezähmt. Halte dich an den Plan. Halte dich an den Master. Guck mal, jeder hatte einen, außer ich. Du hast keinen. Niemand hat einen Flugdino. Oh, bin fast vom Fluss gefallen. Nein, jeder aber hat einen Splasher, es ist wieder mal die Zeit gekommen. Ja, ich leg mich einmal hin. Ich sonne mich. Dann berichtig den Körper vor allem. Wie einfach nur zwei Schuhe, zwei Handschuhe und einen Kopf verbunden und ein Speer. Ich bin der Unsichtbare. Ja, du bist Mr. Unsichtbar. Mist, das du ist bist, auch ein Gold, du bist Mr. Invincible. Nee, Invincible ist unzerstörbar. Mr. Crabble. Mr. Invisible, so. Mr. Das Invisible. Ist ein Goldener, siehst du den da hinten? Ja, nee. Soweit den holen wir in der nächsten Folge. Den holen wir in der nächsten Folge. Leute, ich bedanke mich wieder mal für eure mega heftige, krasse Aufmerksamkeit, wenn ihr bis jetzt hier zugeguckt habt. Ja. Pfui! Warum schießt du? Ich habe etwas getroffen! Ich will sie freuen. Oh Leute, ich bedanke mich für eure mega heftige, krasse Aufmerksamkeit. Schreibt doch mal in die Kommis. Was auf uns zukommt. Jetzt seid doch mal still, ich hab nur noch Ehre! Ein drittes Mal, Leute. Ich bedanke mich für eure mega heftige. Fresse! Ich bedanke mich für eure mega heftige, krasse Aufmerksamkeit. Ich habe ein Level Up zur letzten Minute. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Tipps habt, pipapo. Ich weiß nicht, ich erwähne das oft, aber es ist wichtig. Kommentare schreiben, Leute. Das ist das Beste. Das Beste, was uns passieren kann. Fahr schnell! Fahr schnell! Leute, wir werden die Folge. Rimmel sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.